Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. James Maddison wurde zum Premier League Spieler des Monats August gewählt und somit hat er auch, und das ist auch die Premiere in EAFC, die erste POTM-Karte im Spiel erhalten. Wir schauen uns den Spieler an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet er so circa 35.000 Coins, also recht erschwinglich für eine 86er-Karte. Dazu aber jetzt mehr. Ich habe geguckt, ob er noch verschiedene irgendwie Playstyles hinzubekommen hat. Ich konnte jetzt aber keine auf Anhieb finden. Falls doch, dann lasst es mich gerne wissen, weil irgendwie auf der Karte, da ist auch so ein Zeichen. Also ich gehe davon aus, ich bin da aber noch nicht so ganz sicher. Vielleicht ist das der ruhende Ball, den er dazu bekommen hat, führt Standardsituation mit außergewöhnlichem Tempo aus. Wir gucken gleich mal, ob seine Goldspielerkarte das auch hat. Ansonsten von den Stats, wenn wir das genauer betrachten, alles immer so plus 2 gegenüber seiner Goldkarte. Ist ein nettes Upgrade, aber jetzt auch kein außergewöhnliches. Die Goldkarte, die 84 bewertet ist, kostet 2900 Coins und vermutlich aufgrund dessen, weil der Mindestpreis 2800 ist. Also, ja. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß hat er mit dem Explosive Antritt. Das ist alles fein. Ich würde ihm wahrscheinlich sogar Hunter geben als Empfehlung, wenn ich ihn offensiv verwende. Und das würde ich in der Regel auch mit ihm machen. Ob auf dem Flügel oder eher als ZOM, das ja, müsst ihr dann für euch einmal ausprobieren. So, dann würde ich sagen, Karte kann man mitnehmen. Ist okay für den zweiten Tag. POTM sind nie große Upgrades, zumindest nicht am Anfang. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die SBCs an, aber vorher vielleicht auch nochmal, ob er wirklich diesen Spielstil mit dazu bekommen hat. Goldpack und ein Gold-Profis-Pack klein. Also Packs im Wert von 10.000 Coins gibt es auch noch dazu, sogar Trade. Das sollte man sich jetzt aber nicht schön rechnen. Also dann würde ich mal gucken, schauen wir uns nochmal ganz flott den James Maddison an. Kommt da schon hier rein? Ja, kommt da. So, hat er noch Playstyles dazu bekommen? Nö, den hat er auch vorher gehabt, von daher ist das hinfällig. Okay, die erste SBC, die kostet euch so in etwa 7.500 Coins oder 8.000 Coins, ist ja jetzt auch nicht so wild. Würde ich euch einmal durchführen. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr könnt alles 1:1 nachkaufen, also Loyalität und Positionswechsel gibt es ja zum Glück jetzt nicht mehr und ich glaube Loyalität auch im vergangenen Jahr nicht mehr mit dem neuen Chemiesystem. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Schauen wir uns nun noch einmal die nächste an. Premier League. Hier brauchen wir eine Teamgesamtbewertung von 85 und wie es der Name auch schon verrät, einen Premier League-Spieler. 30.000 kostet uns diese SBC in etwa. Und dann würde ich sagen, auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go! Und damit haben wir diese SBC komplett erledigt und somit gehört euch James Maddison in der POTM-Version nun euch. Ich mag die Karte, sieht eigentlich ganz okay aus für den Preis. Wenn man jetzt ein Premier League-Team hat, habt ihr jetzt kein Premier League-Team, würde ich sagen eher nicht. Ansonsten
Sieht diese Karte halt eines +2 Upgrades würdig aus. Es fehlt, man muss sagen, es fehlt natürlich ein bisschen an Tempo. Sprinttempo ist jetzt nicht das Beste, aber was wirklich sehr gut ist, sind die Dribbling-Werte. Also das muss man wirklich hervorheben. Die Dribbling-Werte, die hatte auch schon früher gute gehabt. Jetzt alles nochmal ein bisschen besser. Und Dribbling ist so, was so meine ersten Eindrücke vom Spiel ist, wirklich so vielleicht so ein kleiner Keyword-Wert. Okay, das soll es gewesen sein. Gerne liken, gerne kommentieren und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.